Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren One Football Face-Off, dem Format, in dem ich euch zwei Spieler vorstelle, die in der Gruppenphase der WM oder nachher in der K.O.-Phase direkt aufeinandertreffen werden. Und natürlich soll es dabei um Spieler gehen, die auf derselben Position spielen, idealerweise. Und wir wollen herausfinden, wer am Ende wichtiger für seine Nation ist. Und heute geht es um zwei der besten Mittelstürmer auf diesem Planeten. Beide spielen in der Premier League, beide sind Mitte 20, beide haben unfassbar hohe Marktwerte und beide haben bei dieser WM schon Doppelpacks geschnürt. Die Rede ist natürlich von Belgiens Romelu Lukaku und Englands Harry Kane. Die beiden Mittelstürmer bilden jeweils das Epizentrum eines spielstarken und pfeilschnellen Angriffs ihrer Nation. Und obwohl sie beide Mittelstürmer sind, interpretieren sie ihre Rollen völlig unterschiedlich. Also gucken wir darauf, wer wichtiger für die Mannschaft ist. Und das machen wir, indem wir darauf schauen, wie sie spielen, was ihre Statistiken hergeben und, wie gesagt, wer am Ende eben wichtiger ist. Und kleiner Spoiler, so schwer wie heute ist es mir noch nicht gefallen. Lukakus Spielweise ist unvergleichlich. Im US-Sport spricht man von Bullyball, wenn ein Spieler körperlich auf einem anderen Level als seine Gegenspieler ist und das zu seinem Vorteil nutzt und dadurch Erfolg hat. Und Lukaku ist nicht auf einem anderen Level, der ist körperlich auf einem anderen Planeten als seine Gegenspieler. Und das war schon immer so, wie dieses Bild aus Jugendtagen beweist. Das Bild, du weißt, welches es ist. Yep, dieses Bild ist wirklich Lukaku aus Jugendtagen in Belgien, wie er gegen Gleichaltrige spielt. Ja, das sieht aus wie ein 30-jähriger Mann, der mit 13-Jährigen spielt, aber es sind Gleichaltrige. Und Lukaku paart diese körperliche Fitness mit einer unglaublichen mentalen Fitness, wie ein Artikel, den er für Players Tribune schrieb, beweist. Jedes Spiel, das ich spiele, ist ein Finale. Wenn ich mit Kumpels im Park spiele, ist es ein Finale. Wenn ich auf dem Schulhof früher spielte, es war ein Finale. Ich spiele nicht aus Spaß, ich spiele, um Gegner umzubringen. Schon als Junge wollte ich der beste Fußballer in Belgiens Geschichte sein. Nicht gut, nicht großartig, der Beste. Und Lukaku bewies früh, dass das möglich sein könnte. Mit 13 schoss er 76 Tore in 34 Spielen. Mit 15 schoss er 25 Tore in 3 Monaten in der U19. Seine Gegner waren 4 Jahre älter als er. Und an seinem 16. Geburtstag, dem frühesten Tag, an dem das möglich war, unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Doch schon früh wusste Lukaku, dass auch seine Gegenspieler irgendwann in derselben Preisklasse wie er sein würden. Auch wenn 1,91 Meter und 95 Kilo schon ein ganz schönes Biest ist. Doch er wollte sich nicht nur darauf verlassen. Also entwickelte er sich zu einem der komplettesten Mittelstürmer der Welt. Wenn man seine Spielweise beschreiben müsste, würde man wahrscheinlich sagen Targetman. Ein Zielspieler im Zentrum, eine Anspielstation, die Bälle festmachen, verteilen und abschließen kann. Und dabei ist unglaublich, wie verlässlich Lukaku darin ist, die Bälle zu behaupten. Kommt das Ding ins Zentrum, ist es ein Lukaku-Ball. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und von da hat er für gewöhnlich 3 Varianten, wie er weitermachen kann. Variante 1, die Kopfballverlängerung auf den Flügel. Lukakus Kopfballpräzision und Sprungkraft ist, ja, mehr oder weniger weltweit unerreicht. Da macht ihm keiner was vor. Häufig verlängert er also den hohen Ball auf einen startenden Flügelspieler, nur um dann selbst ins Zentrum zu gehen oder an der 16er Grenze auf den Abschluss zu warten. Variante 2, annehmen, durchstarten. Wenn Lukaku einen Ball festgemacht hat, schafft er sich ganz gerne direkt mit einem kurzen Dribbling oder ein, zwei schnellen Bewegungen Raum. Man vergisst sehr gerne, wie gut der Junge am Ball ist, weil er einfach so ein Koloss ist. Also, er macht das, nimmt seinen direkten Gegenspieler raus, spielt den Ball zurück ins Mittelfeld und startet dann ins Zentrum durch. Dort kommt ihm sein Körper, sein unfassbares Stellungsspiel und sein unwiderstehlicher Abschluss natürlich zugute. Wenn Lukaku im 16er den Ball kommt, habt ihr ein Problem. Variante 3, Harakiri. Anspielstationen wie Lukaku, sogenannte Targetmänner, sind für gewöhnlich keine Dribbler. Wie ich gerade eben schon mal gesagt hatte, ist Lukaku das Gegenteil. Er ist unfassbar am Ball. Und manchmal nimmt er den Ball an und sucht sofort das Dribbling. Das 1 gegen 1 mit dem ersten, mit dem zweiten. Er nimmt ganze Abwehrreihen gegen sich auf. Lukaku ist sowas wie ein LKW mit einem Formel-1-Motor. Kommt der Junge ins Rollen, muss er sich in der Endgeschwindigkeit vor keinem Flügelspieler der Welt verstecken. Und deshalb weicht er selber auch ganz gerne mal auf den rechten Flügel aus. Und das als Mann, der 1,90 Meter groß ist, 91, 95 Kilo wiegt und eigentlich fürs Zentrum geboren wurde. Doch weil er eben so gut mit dem Ball ist und so schnell am Ball ist, reißt er riesen Lücken in Defensiven, wenn er auf die Flügel ausweicht. Für Belgien spielt Lukaku eine andere Rolle. Da Belgien viel offensiver spielen lässt als Man U unter Mourinho, fallen seine Pflichten als Anspielstation mehr oder weniger weg. Belgien setzt mehr auf seine Schnelligkeit und bringt ihn mit überfahrtigen Angriffen in Positionen, in denen er es im 1 gegen 1 mit seinem Gegenspieler aufnehmen kann. Situation wie gemacht für Lukaku. Kann man ja die tunesische Abwehrreihe fragen, was die davon halten. Während der Belgier Lukaku also sowas wie ein Hansdampf in allen Gassen ist, Bälle festmachen, abspielen, Abschluss suchen, auf den Flügel gehen, kennt Harry Kanes Spiel genau eine einzige Prämisse. Abschluss.
immer und überall abschließen. Und wäre Harry Kane nicht genau darin der vermutlich beste Spieler der Welt, müsste man ihm wahrscheinlich einen Vorwurf daraus machen, wie eigensinnig er ist. Doch wie man im Basketball so schön sagt, wer trifft, hat recht. Und Kane trifft. Harry Kanes Zug zum Tor ist unvergleichlich. Und seine Schusstechnik erlaubt es ihm, noch mehr als Lukaku, auch aus 25 Metern Entfernung Gefahr auszustrahlen. Am liebsten treibt er sich aber an den Strafraum Ecken herum. Dort wird er angespielt, verarbeitet den Ball schnell und sauber, mit ein, zwei schnellen Finden am Gegenspieler vorbei und aus 16, 17 Metern das Ding voll Gas aufs Tor schweißen. Das ist Harry Kanes Spielweise. Und Harry Kanes Verarbeitung ist schlicht und ergreifend Weltklasse. Kaum jemand schafft es so schnell nach der Ballannahme in Abschlussposition zu kommen. Harry Kane ist anders als Lukaku kein klassischer Strafraumstürmer. Er hat das Spiel lieber vor sich. Sein Kopfballspiel ist ordentlich, viel mehr aber auch nicht. Und hatte Kane in seiner Anfangsphase noch eine klare Präferenz für Abschlüsse mit dem rechten Fuß, hat er in der aktuellen Saison sogar häufig mit links getroffen. Kane ist vielseitig, ungemein präzise im Abschluss und sehr ehrgeizig. Er verbessert sich immer weiter. Für den klassischen Finisher ist er zu spielstark und seine Technik zu gut. Für einen mitspielenden, abkippenden Neuner ist er vor dem Tor zu brachial. Und genau deshalb ist es so schwierig zu sagen, das sind die großen Stärken von Harry Kane. Klar, Schusstechnik und Abschluss, klar. Aber es gibt Situationen, da denke ich irgendwie an Thomas Müller in Bestform. Der Ball ist auf dem rechten Flügel, alles sieht nach einer langen Flanke auf dem zweiten Pfosten aus. Und Harry Kane orientiert sich zum ersten Pfosten. Und während man sich's anschaut und denkt, was zur Hölle macht er da, köpft er das Ding 20 cm über der Grasnaht ins lange Eck und keiner weiß, was passiert ist. Kane lässt sich außerdem sehr, sehr häufig tief fallen, holt sich die Bälle im Mittelfeld, um dann die Abwehrreihe vor sich zu haben. Dann kann er entweder mit seinem wirklich völlig unterschätzten Dribbling-Skills direkt den Strafraum penetrieren oder eben Vollgas, Fernschuss, alles auf die Bude. Das macht er ja am liebsten. Und weil er sich so häufig fallen lässt, läuft er auch deutlich mehr als beispielsweise Lukaku. Liegt immer an der Spielweise. Ihr merkt also schon, es ist schwer, die Jungs zu vergleichen. Und deshalb schauen wir nochmal kurz auf die Statistiken, bevor wir unser Urteil fällen. Und da fangen wir an beim Marktwert. Und da werden die ersten Unterschiede deutlich. Denn Romelu Lukaku ist mit 90 Millionen einer der wertvollsten Mittelstürmer der Welt. Zumindest genauso viel wie Leroy Sané, der wertvollste deutsche Spieler wert ist. Doch Harry Kane? 150 Millionen. Das ist der geteilte dritte Platz, gemeinsam mit Mo Salah und Kevin De Bruyne. Und vor ihm sind nur Neymar und Messi. Das ist eine Ansage. Und die Statistiken geben dem recht. Lukaku, bärenstark. 220 Spiele in der Premier League, 101 Tore, 41 Vorlagen, dazu 70 Länderspiele, 38 Tore, womit er übrigens Rekordtorschütze Belgiens ist. Doch Harry Kane? Andere Liga. Es gibt schon einen Grund, warum Harry Kane letztes Jahr mehr Tore, also im Kalenderjahr 2017, als Cristiano Ronaldo und Leo Messi geschossen hat. 158 Spiele in der Premier League, 108 Tore, 16 Vorlagen, dazu 25 Länderspiele, 15 Tore. Und jetzt Kapitän von England. Wer ist also wichtiger für seine Nation? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist die schwierigste Entscheidung, die ich hier bis jetzt zu fällen hatte. Klar, Harry Kane ist ein absoluter Ausnahmespieler. Und er hat wahrscheinlich weniger Unterstützung in der englischen Offensive als Lukaku bei Belgien. Doch was Lukaku bei dieser WM hier bis jetzt veranstaltet? Ich bin mir relativ sicher, dass wir den Top-Torschützen dieser WM im Belgien-Trikot sehen werden. Also wenn es nach mir geht, ist es eigentlich fast ein Unentschieden. Aber Alex zwingt mich, eine Entscheidung zu fällen. Und deshalb geht der Zuschlag an Harry Kane. Einfach nur, weil er für England wirklich im Alleingang im ersten Gruppenspiel die Kohle aus dem Feuer holte. Und Romelu Lukaku eben, ja, da gibt es noch andere Jungs, die treffen können. Einer heißt Eden Hazard zum Beispiel. Also der Gewinner unseres Face-Offs mit einem Vorsprung, der ungefähr so groß ist. Harry Kane vor Romelu Lukaku. Und ich bin selbst nicht 100% glücklich mit dem Ausgang, aber wir mussten uns entscheiden. Und deshalb, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wer ist wichtiger für sein Team und wer ist der bessere Stürmer. Lasst es mich wissen und wir sehen uns jetzt gleich, wenn ihr das nächste Video anklickt. Und diesmal geht es um zwei der besten Mittelstürmer auf diesem Planeten. Beide sind Mitte 20, beide spielen in der Premier League, beide haben bei dieser WM schon Doppelpacks geschnürt und beide... Mir fällt kein Vergleich mehr ein.